Und da sind wir auch wieder zurück bei Deadlight mit Ustra LP und wir haben uns von einem mysteriösen Mann in die Kanalisation ziehen lassen. Und ich schätze mal, wem sollen wir folgen? Eventuell, damit er uns mal hier erklärt, warum er hier ist und warum er uns geholfen hat vielleicht auch. Mal schauen, was hier funktioniert. Oh. Oh. Was hier passiert, wollte ich natürlich sagen. Es passiert natürlich, dass hier überall Fallen rumliegen von diesem komischen Typen. Und der mich natürlich sofort ins Nirvana schickt, weil ich so unvorsichtig bin. Super. Fängt doch gut an gleich am Anfang. So ein Fehltritt. Aber davon lassen wir uns nicht einschüchtern. Die Ratte hat mir die Waffen abgenommen. Wow. Wow. Die Falle nenne ich mal wirkungsvoll. Komm her, klappt ihr nochmal die Falle? Hey. I'm Harold the Rat, and this is my laboratory. Don't believe your eyes. Even if you don't know where I am, call me when you need me. Klappt auf jeden Fall auch zweimal. Gut, das ist also die Ratte. Sehr schön. Alles klar. Gut, die Ratte. They will kill you if you're not smart, Mr. Wayne. Mr. Wayne? Oh, er kennt denn meinen Nachnamen? Hi. Boah, die wissen ganz genau, was hier abgeht. Das ist ja mega heftig. Bitte töte mich nicht. Krasse Fallen auf jeden Fall. Der Rattenmann muss ja entweder schon lange leben oder der ist einfach clever genug, das alles fix wacker zu bauen, der alte Baumeister. Ach, stell dich nicht so an, Randall. Verdammt. Gut, ich muss hier nur clever sein, sondern ich muss auch hier schauen, dass ich hier an der richtigen Stelle mal, zu landen komme. Ja. Komm, das war jetzt auch das letzte Mal, dass ich hier sterbe. Schlimm genug. Was war das denn jetzt zur Hölle? So kann man es natürlich auch machen. Gut. Jetzt hier ruhig und zurückhaltend. Ja, die Ratte hat sich echt was einfallen lassen, um mir richtig um Keks zu gehen. How the hell do you know my name? The rat knows everything. The rat smells everything from down here. I will unravel the mysteries of this land. Okay. Also die Mysterien des Landes. Willst du dir zu eigen machen? Willst du erfahren? Trotzdem will ich mal gerne wissen, warum der mich kennt. Kann ich das Ding nicht ziehen? Doch, es wird mir nicht mehr angezeigt. Okay. Da muss ich jetzt natürlich höllenvorsichtig sein. Eine verschwundene Seite aus meinem Tagebuch. Endlich finden wir wieder eine. Ich träumte von zwei Katzen, die spielen und sich in einem Koffer verstecken. Sie sitzen darin fest und bekommen das Tageslicht nie wieder zu Gesicht, sie ersticken. Ich trage eine schwere, blutige Last auf meinen Schultern, Taschen voller Ungeziefer aus dem Wald und tote Katzen in meinem Gepäck. Okay. Ist es wirklich sein Tagebuch, das hier vorgelesen wird oder von den Leuten? Jetzt zum Beispiel von der Ratte, das hört sich irgendwie nicht so an, als ob das der Randall gemacht hat. Das sieht so aus, als ob da noch einer kommen könnte. There's no time for answers. What about you? Why aren't you coming with me? Rats always have their own paths. Naja, besser ist, wenn du nicht mit mir kommst. Du scheinst irgendwie bisschen komisch zu sein, junger Freund. Nichts gegen dich, aber auf der anderen Seite. Oh Gott. Ah, schnell wie der Wind.
Schnack. Oh, die Fallen von dem Typen sind echt der Wahnsinn. Der Ausweis eines Fremden. Sein Name lautet J.L. Dama. Okay. Soweit, so gut. Die Ratte ist ganz schön komisch drauf, muss ich jetzt mal sagen, was der hier wohl alles... Oh, nee! Oh. Zombie-Horden-Armee-mäßig. Keine Chance. Boah, wie soll man denn da reagieren, bitte? Verbandskasten brauche ich jetzt nicht. Wir müssen auf der Hut sein. Wir müssen mega auf der Hut sein. Komm schon. Oh Gott. Okay. Genug von den Typen. Quick, was sind da oben? Well. Follow the directions. They'll take you to the end. Ja, schön. Aber irgendwie, was für Anweisungen? Gut. Dann gehen wir mal da runter. Virgil will be your guide. Hm. Okay, er hat eine riesige Prüfung vorbereitet für irgendwelche Leute. Für die Auserwählten. Noch eine Seite aus dem Gedichtband. Die aus dem Gedichtband entrissen wurde. Den ich im Wartungstunnel gefunden habe. Hier steht ein Gedicht. Ein Windstoß fuhr aus dem betränten Augen irgendwas. Verdammt, ich war noch am Lesen. Das ist auch ein bisschen schade. Ich habe eine Schleuder gefunden. Das ist gut. Die gute altmodische Steinschleuder. Vielleicht kennt sie die eine oder andere noch aus Kindstagen. Aber man hat viel Streiche gespielt. Manchmal nimmt man sich auch Gummibänder und nimmt die einfach zwischen die Finger, um damit zu flitschen. Wahrscheinlich nicht die beste... Wahrscheinlich nicht die beste Waffe gegen Zombies an dieser Stelle. Aber hierfür soll es wohl reichen. Some kind of test? You're doing very well, my friend. You're almost... Not everyone gets this far. It's always difficult. So weit kommen nicht viele. Okay. Even more so these days. Wait. I need to find my friends. One of them was murdered on the way to the safe point. Hammer. Das ist dem so egal. Darf ich mitkommen? Hallo. Ja. Super. Nutzt die Schleuder, um kleine Objekte zu beseitigen. Zum Beispiel. The walls are full of paintings. They look like symbols to navigate through the labyrinth. So. Ich weiß. Achso, hier oben kann man vielleicht reinschießen. Jawohl. Und was passiert jetzt? Ohohoho. Ah ja, das ist eine gute Idee, Randall. Da hast du mal aufgepasst. Wir schieben jetzt einfach die Kiste darüber und dann sind die Spitzen alle weg. Und dann muss der Rattenmann hier neu aufräumen. Das ist gut. Verwüste alles hier. Komm, Randall. Geh mir um Keks. Hep. Ast rein. Also die Prüfungen von dieser Ratte sind mega unsinnig. Was? Warum? Warum macht er das? Und der hat was wohl schon mit ziemlich vielen Leuten gemacht, so wie es aussieht. Aber wir werden nicht verzagen und diese Prüfungen irgendwie bestehen. Ich weiß nur noch nicht ganz den Zweck und Sinn des Ganzen. Komm, gib mir nochmal die Schleuder. Dann hätte ich mir ruhig meine Waffe nehmen und halten können. Ding! Meine Waffe hätte mir ruhig lassen können. Schon schwer genug das Ganze. Außerdem komme ich mit der Pistole ja auch nicht weiter. So, da geht's weiter. So, also hier mache ich so, da mache ich so. Da mache ich so. Okay, ich will wieder runter. Okay, okay, dann hier drauf. Kurz warten. Mal eben abhängen. Mal eben über die Dinger hin. Oh, was? Oh, ey, was ist mit dem Typen los? Kann mir das bitte jemand beantworten?
Das ist ja der Hammer Hardcore Mega Scheiß. Der sich das ausgedacht hat, ist echt krank. Verrückt. Überhaupt. Jo, abrollen klappt. Oh. Meine Güte. Freizeitspaß für die ganze Familie an dieser Stelle. Wer will noch mal, wer hat noch nicht, das Rattenlabyrinth wartet auf alle, auf jeden. Mit Spielspaß, Spannung und dem Tod. Wenn ihr euch nicht benehmt. Auf jeden Fall gibt es hier unten kaum Untote. Außer die, die er extra gefangen hat, damit die mich fressen. Und uns den... Das bisschen Hoffnung... Das bisschen Hoffnung auf die Rettung unserer Freunde nimmt zu nehmen. Okay, kann ich echt von da drauf schießen? Das wäre unsinnig. Kann ich im Hängen schießen? Dafür brauche ich zwei Hände für die Schleuder. So, wenn ich von hier oben, habe ich vielleicht einen besseren Winkel. Aber das verdeckt trotzdem was hier. Ja. Okay. Ja klar, jetzt kann ich hier natürlich mit Bing, mit Bande spielen. Wie beim Minigolf. Um dann hier hinzukommen. Ne, ne, bleib ruhig unten. So. Schwimmen können wir auch nicht. Da müssen wir so ein bisschen Vorsicht walten lassen. Man ertrinkt auch sofort, wenn man natürlich ins Wasser fällt. Das ist bei einer Zombie-Apokalypse halt ganz normal hier in dieser wunderbaren Brühe. Vielleicht ist die auch vergiftet. Vielleicht liegt es eher daran. Hier ist ein kurzer Satz. Ja. Und wie das die Zeit dafür ist, jetzt zu gehen. Du bist sowas von verrückt, du alter Mann. Hau bloß ab. Und dass du alles siehst und weißt und hörst, macht mich nicht gerade besser, auf dich zu sprechen. Oh mein Gott, ich schwöre, wenn ich meine Waffen wieder habe, dann müssen wir ein ernstes Wort mit dem jungen Mann reden. Are you happy now, you crazy old man? It's been a long time. A very long time the rats been living down here. Even before the epidemic, you could smell what was going to happen. The rats smelled it. Then the rats, they were already fleeing, you know? Come with me. It's safe here. In deiner Nähe finde ich's mega sicher, ja. Super sicher! Ah, ich kann auch durch und durch schießen. Tja. Na gut, folgen wir mal der Ratte. Schauen wir, was sie zu sagen hat. Change, men must change, Mr. Wayne. The rat knew the world would end sooner or later, so I built my hideaway here. Evil cat will never look for a live rat in a rat trap. Make yourself at home and don't worry about the smell. Rest now. Take what you need. Why the hell have you brought me here, crazy old man? He should have been back by now. The rat has a son. He can leave. The outside doesn't burn him. He should have been back by now. He should have been back. I know where he is. He likes to go back to what used to be his home, but now it's nothing more than a pile of ash. The rat smells the danger. You could help me. You could look for it, right, Mr. Wayne? I already told you I need to find my friends. Help the rat, and the rat can help you, Mr. Wayne. The rat hears many things. He can find where your friends are, maybe even your family. Find my son before these men do, and you will know what the rat knows. An eye for an eye, right? That's fine. I have a debt to pay you for saving my life. Nicht sehr konsequent, der Randall. Take what you need before you continue. Are you hungry, Mr. Wayne?
Would you like me to prepare you a little rat meat? No, thanks. After all of this, I don't have much of an appetite. Sehe ich auch so. Tja, also der Rattenmann ist übelste die Schraube locker, aber gut, was soll man dazu sagen? Wenn er schon wusste, dass die Apokalypse kommt, was soll man zu so jemandem noch sagen? Ich meine, guckt euch an, was er aufgebaut hat. Wenn das nicht verrückt ist, weiß ich auch nicht. Und Konsequenz ist Randall auch nicht. Ach ja, ich kann dir mal helfen, du hast ja mein Leben gerettet. Dann könnte ich mal meine Freunde retten. Es ist ja nicht so, als ob die ewig auf ihn warten würden. Aber gut, das alles seht ihr dann in der nächsten Folge von Deadlight und Ustra. Bis dahin, ciao.